Loredana hat es anscheinend endlich getan, Freunde. Sie hat Petra Z. das Geld zurückgegeben, was sie Jahre zuvor auf hinterhältigste Art und Weise gestohlen hatte. Also hat sie sich ja im Endeffekt gerade gemacht für ihren Fehler. Respekt erstmal dafür, oder? Genau darauf will ich in diesem Video hier eingehen. Und seien wir mal ehrlich, schauen wir uns jetzt mal die ganzen Leute an, die ihr jetzt nach diesem einen Bild mit Petra Z. in den Arsch kriechen. Müsste Loredana ja rein theoretisch ein komplett neuer Mensch sein. Alle Fehler der Vergangenheit sind wieder hingeblasen. Aber was ist denn jetzt der wirkliche Auslöser dafür, dass sie sich mit Petra Z. getroffen hat? Woher dieser Sinneswandel? Hat sie nach so vielen Jahren endlich ein Gewissen entwickelt? Nein, ganz sicher nicht. Denn wenn man genau hinschaut, ist selbst dieses Ereignis, was eigentlich eine richtig tolle Aktion ist, auch ein Promo-Move. Es ist bei ihr immer alles reine Strategie und Planung. Ich erkläre euch jetzt mal ganz kurz, also wirklich ganz, ganz kurz, was die Auslöser dafür waren, dass sie sich letztendlich mit Petra Z. getroffen hat. Warum sie sich wirklich indirekt entschuldigt hat. Ja, es war eine indirekte Entschuldigung. Bis jetzt habe ich noch keine einzige offizielle Entschuldigung seitens Loredana gehört. Und warum sie absolut keine andere Möglichkeit hatte, als sich gerade zu machen. Fangen wir an. Abgesehen davon, dass Loredana seit Jahren dafür gehatet wird, dieses unschuldige alte Ehepaar um ihre kompletten Ersparnisse des ganzen Lebens betrogen zu haben, erfuhr sie die letzten 6 Monate wirklich den Shitstorm ihres Lebens. Der Hashtag Boykott Loredana war allgegenwärtig und ist selbst nach 6 Monaten immer noch nicht weg gewesen. Zudem kam noch die immer näher rückende Gerichtsverhandlung genau um diesen Betrugsfall. Es geht um 700.000 Franken. Das sind umgerechnet Pi mal Daumen 650.000 Euro. Und aufgrund der bestehenden Beweislast, es gibt ja noch die ganzen Chatverläufe zwischen ihr und Petra Z., wo Loredana sich als Anwältin ausgegeben hatte und immer mehr Geld aus ihr rausgekitzelt hat. Aufgrund dieser ganzen Beweise hätte sie zu 100% diese Gerichtsverhandlung verloren und hätte so oder so das Geld zurückzahlen müssen. Zudem kam auch noch, dass kaum noch ein Musiker mit ihr zusammenarbeiten wollte. Ist auch kein Wunder, wenn man sich mal anschaut, was das Zusammenarbeiten mit Loredana für Auswirkungen auf das Like-Dislike-Verhältnis der Songs hatte. Selbst bei beliebten Rappern wie Casey Rebel und Summer Jam hat sie es allen Ernstes geschafft, eine Durchschnitts-Like-Dislike-Verhältnis von weit über 95% dahingehend zu beeinflussen, dass es noch nicht mal 50 zu 50 war. Es gab einfach mehr Dislikes als Likes auf einen eigentlich ziemlich coolen Song. Einfach nur, weil sie mit dabei war als Feature. Das heißt, sie wurde einfach mehr gehatet als jeder andere Rapper in Deutschland. Zusammenfassend jetzt nochmal, sie wurde mehr gehatet als jeder andere Rapper in Deutschland. Es gab einen Gerichtstermin, der bevorstand, den sie zu 100% verloren hätte zugunsten von Petra Z. Obendrein gibt es sowieso noch eine Strafe wegen Betrug und das Ende ihrer Karriere. Was würdet ihr in dieser Situation tun? Auf stur schalten? So weitermachen wie bisher? Oder euch gerade machen und das Ganze mit Petra Z. klären, in der Hoffnung, dass es genug Idioten da draußen gibt, die einfach die letzten Monate / Jahre wegschieben und dann sagen: Oh, Respekt, Loredana ist die ehrenhafteste Frau der Welt. Exakt, ihr würdet euch auch gerade machen und die Sache mit Petra Z. versuchen, so schnell wie möglich zu klären. Und das Ding ist, sie hat sich noch nicht mal wirklich gerade gemacht. Sie hat einfach nur ein Bild gepostet, ohne Text, ohne alles. Und dafür dann einfach ohne Ende Lob kassiert. Ja, es ist zwar eine gute Sache, aber wie heuchlerisch kann die Menschheit nur sein? Aber glaubt mir, ich muss euch hier leider Gottes enttäuschen, denn sie hat das nicht gemacht, weil sie jetzt auf einmal zur guten Seite der Welt gefunden hat. Nein, sie musste das Unausweichliche tun. Ihr blieb im Endeffekt nichts anderes übrig, als Petra Z. das Geld zurückzugeben. Und selbst das wissen wir jetzt noch nicht, da wir einfach nur ein Bild gesehen haben und uns irgendwelche Sachen daraus spekulieren. Aber was ich zu 100% weiß, ist, dass sie selbst dieses Ereignis ausgenutzt hat für eigene Promo-Zwecke. Das verstärkt natürlich die Glaubhaftigkeit hinter der ganzen Aktion, ganz klar. Das Treffen war wohl am 1.9.2020, also 23 Tage her. Ihr Song erschien am 22.9. Bis zu diesem Tag
hatte sie dieses Treffen mit Petra verheimlicht. Im Song hört man nicht wirklich was zu diesem Thema raus. Aber einige Stunden nach dem Erscheinen des Songs postet sie das Bild mit Petra. Warum denn wohl? Naja, um es kurz zu fassen, sie hat alle leicht manipulierbaren Knechte auf ihre Seite gezogen, selbst diejenigen, die vorher auf ihren Song draufgegangen sind, sie da gehatet haben und beleidigt haben, einige von denen wurden auch manipuliert, die sind wieder auf den Song draufgegangen, die Streams sind wieder in die Höhe geschossen, das Thema Nummer 1 war wieder Loredana, die Community ist gespalten, die einen sind jetzt auf ihrer Seite und sagen, sie hat sich doch gerade gemacht, akzeptiert das doch, wo sind denn jetzt die ganzen kleinen Hater? Und die anderen sagen, ey, wollt ihr uns verarschen? Petra hatte Selbstmordgedanken, sie hat sie einfach zackendreist verarscht und auch noch die ganzen Sachen mit Mosik, Trennung, das mit den ganzen Rappern und. Es gibt so viele Vorwürfe ihr gegenüber, das habt ihr alles vergessen, weil sie ein Bild gepostet hat, wo man sieht, wo die miteinander Videochat machen und Petra lächelt. Und wenn Petra ihr schon verzeihen kann, dann können wir das doch auch. Und im Endeffekt kann ich es verstehen, dass Petra da lächelt, denn sie hat nach jahrelanger Kämpferei gegen eine Person, die so viel Einfluss hat, endlich ihr Ziel wahrscheinlich erreicht. Natürlich habt ihr dann ein Lächeln auf dem Gesicht, aber habt ihr vergessen, dass sie Selbstmordgedanken hatte? Habt ihr vergessen, wie viel Petra gelitten hat und ihr Mann? Habt ihr vergessen, dass Petra nicht mal die Beerdigung ihrer eigenen Mutter bezahlen konnte, obwohl sie rein theoretisch 650.000 Euro Geld angespart hatte? Mit diesem Geld hat Loredana sich jahrelang hochgearbeitet, um im Endeffekt hier anzukommen, wo sie jetzt ist. Glaubt ihr, ein normaler Mensch, der 0 Euro hat, der gar kein Vermögen besitzt, schafft es, auf leichte Art und Weise an Fame und Erfolg ranzukommen? Nein! Aber wenn ihr 650.000 Euro in euren Taschen habt, könnt ihr böse Videoclips ballern, euch böse Studios leisten. Natürlich ist es viel, viel einfacher, dann bekannt zu werden. Und jetzt, wo sie bekannt ist, wo sie das Geld einfach mal aus der Portokasse zahlen kann, lässt sie sich trotzdem so viele Monate, / Jahre Zeit. Und wenn es unausweichlich ist, zahlt sie ihr das Geld dann letztendlich zurück und wird als Ehrenfrau hingestellt? Sag mal, wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Das soll aber nicht heißen, dass wenn ihr mal irgendwann Scheiße gebaut haben solltet, ihr euch nicht gerade machen sollt dafür. Nein, das ist genau das Richtige. Eine Entschuldigung obendrein wäre auch noch schön gewesen, aber es muss vom Herzen kommen und es fühlt sich bei ihr nicht so an, als würde es vom Herzen kommen. Denn selbst diese Versöhnung wurde wieder zu Promo-Zwecken fürs eigene Profit ausgenutzt. Und das ist das, was dem Ganzen so einen bitteren Beigeschmack gibt. Ich will wirklich an das Gute in Loredana glauben, aber mit all den Sachen, die sie hier reißt, ja, ihr Insta vorher löschen, sich selbst wieder zum Gesprächsthema Nummer 1 machen, nur damit die Streams wieder in die Höhe schießen und allein der Inhalt von ihrem Song zeigt schon wieder, was für ein Mensch sie ist. Sie hat jetzt einfach ihre Brüder weggeschoben, sie so gesehen verraten, obwohl sie noch in ihrem letzten Statement zu dem Thema gesagt hat, Familie ist das Wichtigste. Aber jetzt, wo der Shitstorm zu viel wurde, ist auf einmal Familie nicht mehr das Wichtigste. Ihre Brüder sind die Bösen. Aber alles in allem freue ich mich wirklich im Endeffekt für Petra Z und auch für ihren Mann. Ich hoffe, dass sie jetzt endlich zur Ruhe kommen, denn sie wurden einfach mehrere Jahre ihres Lebens beraubt. Man kann das nicht zurückzahlen, was die an Kopfschmerzen hatten in dieser Zeit. Und ich hoffe, ihr habt aus eurem Fehler gelernt und fallt jetzt nicht wieder auf irgendeine Masche rein. Und an Loredana kann ich zum Schluss nur sagen, ich hoffe wirklich vom ganzen Herzen, dass ich falsch liege, obwohl die Indizien, ja, obwohl die Beweislast so krass gegen dich ist, hoffe ich, dass das vom Herzen kommt, hoffe ich, dass du nicht doch so ein böser Mensch bist, wie es den Anschein macht und ich hoffe, dass irgendwann mal ein vernünftiges Statement rauskommt, wo du dich komplett zu der Sache äußerst und einfach nur das Wort Entschuldigung droppst. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, Freunde, bis dann und ciao.